Was geht? Aber ganz schnell, jetzt willkommen zurück zu einer Folge Wolfenstein The New Order. So, und wir reden jetzt mal mit dem Herrn Klaus Kreuz hier. Hey, wegen vorhin, dass ich so auf Sie los bin. Macht der Gewohnheit. Keine Sorge, Johnny Cowboy, ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Sie sollten sich besser die Tätowierungen entfernen lassen. Das werde ich, irgendwann. Ich war, wie man so schön sagt, auf dem Holzweg, als ich sie mir stechen ließ, ja. Und leider war ich damals unheimlich stolz auf mich. Aber ich werde noch stolzer sein, wenn ich sie los bin. Kein Regime mehr, keine Tätowierung. Solange sie mir im Kampf gegen das Regime nicht im Weg stehen, ist alles bestens. Caroline sucht einen Aktenordner, Projekt Flüsterturm. Ah, Max! Max! Beruhige dich, Junge. Max hier spricht nicht viel, aber er weiß über Projekt Flüsterturm Bescheid. Eine riskante Operation und er weiß, dass es uns einiges kosten wird. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Alles in Ordnung, mein Sohn. Wir werden für dich kämpfen. Caroline meinte, Sie hätten den Ordner. Haben Sie ihn hier? Das war vor 2 Tagen. Aber ich habe ihn zurückgebracht. Gehen Sie ins Erdgeschoss. Der Ordner müsste in der Schreibtischschublade in Ihrem Zimmer sein, wo ich ihn gelassen habe. Oh, der liebe Max. Nach. Ja, der ja. In ihrem okay. Im Erdgeschoss, hat er gesagt. Also müssen wir nach unten. Ah, ein Brecheisen. Das sollte ich auf jeden Fall irgendwie auch noch finden. Oh, hallo Caroline. So. Gucken wir doch mal nach. Hey, da ist er nicht. Hab schon nachgesehen. Ach ja, und eins noch. Bitte sprechen Sie nicht über Projekt Flüsterton, wenn Max in der Nähe ist. Er hat uns darüber sprechen hören. Und es regt ihn unheimlich auf. Okay. Hab ich mich in Ihrem Zimmer eigentlich auch umgesehen? Aha, jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, cool, ein Geheimraum. Alles klar. Wollen wir erstmal abchecken, wa? So, hier ist noch ein Volkcomputer. Jawohl. So. Was kann ich denn hier machen? Ah, ich kann hier belauschen? Nee, ich kann hier durchkriechen. Okay, was auf welcher Spur auch immer ich hier gerade bin. Ich bin mal sehr gespannt. Wo mich das jetzt hier hinführt. Eine goldene Vase. Goldene Urne. Erstmal J drücken. So, Gold. Goldene Urne. Aber, das hat nichts zu sagen. Na gut. Aber immerhin, wir haben eine goldene Urne gefunden. Voll gut und so. Ah, hier sind wir jetzt. Auf der anderen Seite von dem Zimmer. Cool. Finde ich ja nice. Und hier ist eine Schlafecke, die irgendwie so ein bisschen versteckt ist. Oder wie sieht das aus? Und mehr kann ich hier scheinbar auch nicht machen. Aber immerhin, wir haben eine goldene Urne gefunden. Das war schon mal sehr gut. Ja, immer schön alles abtasten und kann ich jetzt auch wieder zurück? Lol. Okay, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Wahrscheinlich konnte ich da irgendwie drüber springen oder sowas, wa? Ja, okay, alles klar. Aber hier könnte ich noch irgendwas machen. Da, warte. So. Neues Ziel, kehre zu Caroline zurück. Okay, ich habe das Ding gefunden. Alles klar. Boah, da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Halleluja. So, erstmal ab ins Erdgeschoss wieder. Und sie ist hier, wa? Ja. Vielen Dank, Captain Blazkowicz. Sind Sie bereit für einen Einsatz? Freunde und Kameraden, es ist soweit. Projekt Flüsterton. Es war viele Jahre in Entwicklung. Ein Hubschrauber. Dem Regime ist es gelungen, ihn nahezu lautlos und unsichtbar für das Radar fliegen zu lassen. Anya hat Funksprüche aus London abgehört und in Erfahrung gebracht, dass die einzigen 3 Prototypen in der Forschungseinrichtung London Nautica stehen. Mit Captain Blazkowicz im Team können wir einen Angriff wagen. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. Mit diesen Maschinen können wir jederzeit und überall zuschlagen. Wir werden den Wiesenau-Kreis neu aufbauen, uns bis an die Zähne bewaffnen. Wir werden uns erheben und Totenkopf für immer vernichten. Sie glauben, der Krieg ist vorbei, dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie. Ich muss 14 Stunden fahren. Hab eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und seit 8 Monaten nicht mehr ausgeschlafen. Also los, Leute.
denn nochmal mache ich das nicht. Du hast Eier aus Stahl, Bobby Bram. Schluss damit. Ich will's einfach nur hinter mich bringen. Bemmo! Oh. Beruhig dich! Komm schon! Bemmo! Papiere bitte! Geil. Danke, Sie können passieren. Fahren Sie. Ich darf einfach mal so durchfahren. Guck mal, fett. Wow, Warnung, Hunde. Dreckschwein. Hallo. Alter, was hier für Maschinen. Der riesige Schaufleck von einem Gebäude, da ist das London Nautica. Das war mal die Innenstadt von London. Hab hier in den Straßen gekämpft. Erbittert und unnachgiebig Widerstand geleistet. Dann kam das Regime mit dem Auge von London und alles ging den Bach runter. Die können jetzt hier einfach machen, was sie wollen. Haben den ganzen Scheiß eingeebnet und dann diese Scheißmonster hingestellt. Eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes. Luft- und Raumfahrt. Echt üble Scheiße. Caroline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein. Sehen Sie ihn? Anja sitzt am Funkgerät in Berlin. Oh cool, da war der Big Ben. Hiermit können Sie sie erreichen. Hier steigen Sie aus. Bis dann, Bleskovic. Vergeigen Sie es nicht, okay? Jawohl. Oh nein. Nein. Alter. Ups. Okay, alles klar. Der hatte wohl gar keinen Bock mehr. Wir gehen auf der Spitze des Funkturms 7 Straßen von Ihnen entfernt in Stellung. Wir müssen irgendwie bis zur obersten Ebene des Nautica vordringen und die Hangartüren öffnen. Dann ich komme hier nicht durch, anderen Piloten hinein. Scheiße. Ich dachte, ich komme hier durch, aber das war wohl nix. Boah, guck mal, wie riesig das Gebäude ist. Und der Big Ben steht da einfach so. Lolo. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt echt ein bisschen vorsichtig sein hier. Fuck, ich muss wieder hin. Ah ja, hier. Scheinbar, oder? Ja. Oh! Alter. Okay, ich sag mal so, der Hund. Die Hunde sind also für Normalsterbliche überhaupt nicht machbar. Heißt also, wirklich was gegen den machen kann ich nicht. Ah, komme ich da durch? Da komme ich nicht mehr durch! Okay, dann so. Ja, alles klar. Oh Gott! Alter, leck mich an den Arsch. Boah, mit den Jumpscares haben die hier aber auch drauf. Halleluja. So, und jetzt? Okay, während der da unten jetzt mal so megamäßig am Arsch ist. Boah, Halleluja. Ich finde, das ist ganz schön übler, kranker Scheiß. Oh! Oh, ich glaube, ich muss rennen. Oh Gott! Okay, jetzt ist das Vieh platt. Alter! Ich hab hier die Baupläne des Gebäudes. Ist ein langer Weg nach oben. Hui. Alles klar. Fifi, ey. Oh, wer ist er denn? Hab ich eigentlich noch einen Schalldämpfer? Oh ja. So, Modell freigeschaltet, Oberstleutnant. Ja, gut. Ich glaube, den hätte ich auch... Alter! Ist da gerade der Steinbrocken auf seinen Kopf gefallen? Alles klärchen. Ja, der hat hier ordentlich was in die Luft geblasen. Das muss man dem einfach mal lassen.
Schießt, Leute! Psst. Vor dir ist der Empfangsbereich. Geh bitte ganz bis zum anderen Ende, durch die große Tür und in die Mondkuppel. Sie müssen Erfolg haben, Blaskowitsch. Dann war Bobbys Tod nicht umsonst. Ist gut, ich gebe mir Mühe. Starker Wind, nicht der beste Tag zum Drachenfliegen. Habe ich wieder normale Waffen? Also die ich vorher auch schon hatte? Ja, habe ich. Okay. Leute, ich häng fest. Okay, alles klar, jetzt nicht mehr. So. So, Schalldämpfer ist immer noch drauf, oder? Ja. Aua. Feuer ist nicht gut. Oh, was ist denn da oben noch? Schönes Munition. Ja, komm, komm. Dankeschön. Oh Gott! Alter, wo kommen die denn alle her? Aua. Autsch. Okay, das gibt jetzt halt wieder einen fetten Fight gegen den. Mal ins Auge schießen bringt wohl nichts. Also, was mache ich denn gegen den? Der steht einfach nur rum. Oh, hallo! Das hat wehgetan, Kollege. Oh Gott! Okay, warte mal. Ich werfe jetzt mal so eine Tesla-Granate. Vielleicht bringt das was. Ah, dann wird der betäubt. Okay. Ja! So, geh drauf, du dumme Hure, ey. Okay, Tesla-Granaten sind auf jeden Fall mega geil gegen die Viecher. Das musste ich jetzt aber auch leider erstmal jetzt rausfinden. Okay, alles klärchen. Sehr gut. Dann hätten wir das auch hinter uns gebracht. Wo muss ich denn jetzt hin? Wahrscheinlich hier. Aber ich möchte ja eigentlich hier keine Randale machen. Ich möchte hier erstmal nochmal ein bisschen sneaky durchlaufen. Sneaky Mission. Oh oh. Ah, da kann ich nicht hin, oder wie sieht das aus? Wie soll ich jetzt sonst hier weiterkommen? Das ist aber auch verwinkelt hier, wa? Da komme ich nicht hin. What the fuck? Echt nicht? Ich kann da nicht hinspringen. Muss ich da nicht weiter? Okay, das macht mich hier alles... Ist ein bisschen verwirrend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, hier muss doch... Oder muss ich da hin? Ah, hier muss ich hin. Okay. Okay, dann will ich mal schnell hier hoch. Ich weiß ja nicht, mit was die da gerade da durch die Tür gekommen sind, aber das sah auf jeden Fall nicht nett aus. Oh oh. Alter. Ja! Ich brauche Munition und zwar dringend. Alter, den hat es aber auch voll erwischt. Ja, Marsch. Erstmal alles einsammeln hier. Hallo. Ja, ich habe auch gerade nachgeladen, Kollege. Mir geht's genauso wie dir. Alter, der ist aber geplatzt, ey. Wo ist er denn jetzt hin? Hä? Da! Aua! Ach, da hinten! Na komm! Okay, ich brauche erstmal wieder. Aua! Na komm, zeig dich! Ja, sehr schön! Oh, da ist wieder so ein Motherfucker. Alles klärchen, der ist da durchgekommen. So, wie machen wir das denn? Am besten so. Okay, warte mal. Ich hab die Nate hier oben hingeworfen. Wie geil.
Und schnell, 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 schnell! Ja, und auf Wiedersehen. Neue Waffe! Scharfschützengewehr! Hammergeil. So, warte mal, jetzt muss ich mir aber erstmal hier wieder meine normale nehmen. Okay, ich muss mich jetzt mal eben kurz ein bisschen umgucken hier, weil vielleicht finde ich noch irgendwas Sammelbares. Wie zum Beispiel Messer. Und Medizin und Essen und alles. Ja, habe ich noch ein Messer bekommen? Nee, oder? Hier. Da! So, was haben wir hier hinten noch? Noch ein paar Tote. Ah, wunderbar. Was ist das hier? Heilung? Das Ding brauchen wir jetzt nicht mehr. Hätte uns aber auch gut geholfen gegen das Teil. Aber nichtsdestotrotz, nächster Halt Venus. Ah, das Gleiche. So, wo ist denn das Scharfschützengewehr? Ah, da. Alter, sieht das abgefahren aus. What the shit. Hammer nice. Dafür gibt es auch einen Schalldämpfer? Nein. Der Mondumfall findest du eine Tür zum Wartungsbereich. Such nach einer Tür in der Außenwand. Fast ganz unten in der Kuppel. Oh, oh, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Ja, wo seid ihr? Da oben. Oh, aua. Ah, was Fliegendes! Okay. Wow! Oh, what the fuck? Alter, das Maschinengewehr ist ja mal... Aua. Ach, fuck, ich brauch Deckung. Aua. Das Geile ist, dass ich keine Muni mehr habe. Das ist ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Also keine... Diese fliegenden Teile sind so richtig nervig. Da ist es. Alter! So, weg mit dir. Da. So. Und... Ah, ich hab noch... Ah, die Shotgun habe ich ja noch. Genau. Alter, was? Oh Mann, ey, das Spiel ist so übel. Oh, lol, ist das der, der nicht mit dem Sniper getroffen hat? Wir liegen nur Stückchen von Leuten rum, ey. Alles einsammeln, ja, auch Heilung und so. Noch ein bisschen, jetzt brauche ich wieder hier mein Maschinengewehr. Beziehungsweise mein Sturmgewehr. So. Ich muss nach oben, ja. Und noch weiter nach oben. Aua, aua. Okay. Ja, die können halt nicht so viel, weil die nicht gepanzert sind. Das ist halt der Vorteil. Das ist so wie der da. Der hat jetzt halt ein bisschen mehr ausgehalten. Was ist das denn hier? Geschichtsstunde! Nee, Wissenschaftsstunde hier. Wissenschaftsstunde mit den Nazis. Ah, oh, alles klar, was haben wir denn hier? Im Jahr 1959 nahm das Wolf. Leute, sind die unter mir jetzt? Ach, da oben! Alter, wenn ich den nicht treffe. Da, da. Okay, was haben wir hier? So. Da war oben, da war da auch noch einer. Ja, aber der, du schießt noch nicht auf mich. Na. Ah, alles klärchen. Oh, schon wieder so ein Fliegeteil. Warte, da muss ich die Shotgun nehmen. Ah, das ist hier die Shotgun, die... Oh, das finde ich aber auch so geil, dass durch den Druck die Scheiben so zerspringen und so. Das ist echt schon ziemlich gut gemacht. Okay, die Shotgun ist dafür echt gut geeignet. Das muss man mal ganz einfach sagen. Hab ich jetzt gerade eine zweite Shotgun? Ja, Akimbo-Schrotflinte, jawohl. So, ah, den Hebel hier muss ich ziehen. Siehst du die Tür zum Wartungsbereich? Sie ist im Sternenfeld, ziemlich weit oben in der Kuppel.
irgendwie erreichen? Aua! Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir die irgendwie anders erreichen können. Kann ich jetzt aber auch nicht irgendwie hochklettern oder so, ne? Hier wird mir nichts angezeigt. Ah, über die Strebe, okay. Aber auf dem obersten Ring. Ah, warte. Ah, wo ist die Strebe? Wo ist die Strebe? Wo ist die Strebe? Ja. Da. Und zack. So. Was ist das denn hier Geiles gewesen? Aua. So, jetzt aber. Meine Güte, der hat aber auch ausgehalten. Wer ist noch? Oh, weg mit dir. Oh, den hat's aber auch voll erwischt. Da ist ja noch einer! Da müsste eine Luke in der Wand sein. Der Zugangstunnel zum Fahrstuhlschacht. Ja, wo? Ah, hier. Okay. Schade. Ah, da ist noch Munition. Medizin? Jawohl. So, warte, hier. Da. So, ja, so. Zang! Und rein da. Tü-tü-tü! Fahrstühle durch die Explosion nicht beschädigt worden. Oh. Okay, so viel dazu. Dann machen wir jetzt hier mal erstmal eine kleine Pause, egal, stimmt hier. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen um 20 Uhr wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Wolfenstein HD. Miau! Der HD einfach geil ist. Geil ist, geil ist. Der HD einfach geil ist. Geil ist, geil ist. Der HD einfach geil ist. Geil ist, geil ist.